Also die älteste Kryptowährung Bitcoin existiert jetzt seit ungefähr 13 Jahren. Das ist kein vergleichsweise, das ist ein absolut kurzer Zeitraum, um Rendite und Risiko einer Anlageklasse wirklich sinnvoll beurteilen zu können. Das ist halt was anderes als bei Gold 6000 Jahre oder Aktien ein paar hundert Jahre, Anleihen noch mehr 100 Jahre und so weiter. Und das ist so ein bisschen ein Fragezeichen für mich. Und ich bin, was Geld, das in die Altersvorsorge reingehen soll, da bin ich halt einfach sehr, sehr konservativ. Also das muss tried and tested sein. Da muss ich einfach sehr viel Evidenz haben, wie das in Krisen sich entwickelt. Und dann kommt noch hinzu, dass Bitcoin natürlich im Moment oder Kryptowährungen im Allgemeinen in einem unheimlichen Regulierungssturm stecken. Also es ist einfach so viel Ungewissheit.